liebe Leute, gib fein Acht, denn ich hab euch was mitgebracht. Ja, klasse, ein Super-GAU, ein richtigen Super-GAU. Aber, wenn ich genau überlege, sind es zwei. In diesem Video mal zwei Super-GAUs. Ja, zwei Stück. Und wenn du genau wissen willst, um was es sich handelt, nach dem Intro ein kleiner Einspieler. Und dann legen wir richtig los mit dem Super-GAU. Jetzt ist die Zeit zu sagen, wir sind alle die letzte Generation. Jetzt ist die Zeit zu sagen, Black Lives Always Matter. Jetzt ist die Zeit zu sagen, Gott ist queer. Ja, Leute, habt ihr das gehört, was dieser Pfaffe gesagt hat? Hast du das gehört? Mal genau zugehört. Der schiebt dich in eine Stufe mit den Verbrechern. Und das als Pfaffe, als Priester. Und das in der Schlussrede von dem Kirchentag. Ja, Kirchentag. War das nicht irgendwas mit Liebe und Freiheit und was erzählt er dann da? Dieses eine Wort, was man zum Schluss nie verstehen könnte, ne? Das ist ja von so einer Sekte, wenn man es eine Sekte nennen mag, vielleicht auch nur eine Vereinigung, die für die Geschlechterfreiheit steht. Also du bist jung, wird aber viel über Mädchen sein, dann lässt ein bisschen rumschnibbeln und schon passt das. Und andersrum, genauso. Boah, allein der Gedanke da drin, nee. Stell dir vor, du lernst eine nette Perle kennen und das war mal ein Kerl. Da bist du ja schon ein Halb-Homosexuell. Nee, ist ja deine Frau. Also mal nicht so enge sehen. Aber auch dieses Black Lives Matter oder was er da gesagt hat, ne? Also, das geht mal gar nicht, auch wenn es ein dunkelhäutigen Pfaffen war. Ja, und was hat er noch gesagt, ne? Der schiebt dich da zu so einer Gruppe hin, die eigentlich schon vom Verfassungsschutz kontrolliert wird, ja. Und manche sagen, das sind Verbrecher. Also sind jetzt alle Deutschen Verbrecher. Hat der Pfaffe gesagt, verdammt nochmal. Aber du hast wieder nicht zugehört. Du schläfst immer noch. So. Ja, endlich aufwachen. Mal genau zuhören. Und wenn du es beim ersten Mal nicht verstanden hast, nochmal hören. Und nochmal und nochmal. Aber das war ja nur ein Mini-Super-GAU. Ja. Kirche ist ja selber schuld, dass der liebe Gott schon ausgetreten ist. Aber der Obersupergau, ist ganz einfach, unser Scholzchen hat wieder in die Scheiße getreten. Da war er dann wohl mal auch auf diesem Kirchentag und durfte auch was sagen. So einfach mal so den, wie soll ich ausdrücken, ja, den Kirchentag so zum Wahlkampf benutzen, ne? Weil dafür ist die Kirche ja da, dass solche Spacken unterstützt werden, dass sie da Wahlkampf machen dürfen. Ja, aber nicht nur Scholz, sie war da, die anderen auch. Nur von den Blauen habe ich irgendwie keinen gesehen, aber macht ja nichts. Die müssen ja auch noch lernen, ne? Ja. Ja, was hat er denn nun, ne? Der hat ja da irgendwie sich so zu den Flüchtlingen geäußert, ne? Dass, ja, die Deutsche ja so viel Küste hat, so zum Mittelmeer hin, ne? Dass sie alle direkt zu uns rüberpaddeln können und Asyl beantragen. Ja, da hat er auch ganz schön eins zwischen die Hörner gekriegt. So richtig eins zwischen die Hörner. Wie kann er sich denn auf Kosten der Flüchtlinge so amüsieren, ne? Also das geht nicht. Nee, das ist richtig, dass er eins auf die Hörner gekriegt hat. Nur, Deutschland, Mittelmeer, Nordsee könnte ich ja verstehen, aber Mittelmeer, nee, die landen ja alle in Italien. Und in Spanien und in Griechenland und ein paar wollen gar nicht weit rudern, die gehen direkt in Portugal an Land. So. Und da müssen sie ja nach den Gesetzen her, nach den europäischen Gesetzen sogar, in den Ländern Asyl beantragen, ne? Aber nee, die lotsen direkt weiter nach Deutschland. Ab nach Deutschland. Die nehmen euch. Ja,
die neben euch. Wir machen sogar Werbung, dass noch mehr kommen. Hört mal genau hin bei der Politik. Werbung! Ja, aber wenn man sich dagegen mokiert. Du Italiener, behalt mal deine Flüchtlinge. Du Grieche, behalt mal deine Flüchtlinge. Ihr müsst den Asyl gewähren. Oh, da wird man in der Luft zerrissen. Weil diese Länder wissen nur, wenn denen Kohle zusteht. Richtig, richtig. Wenn der kleine deutsche Michel Portemonnaie aufmachen muss, um die europäischen Partner zu unterstützen, das wissen die. Dann kennen die alle Gesetze. Dann kennen die auch jedes Schlupfloch und überall, wo sie beantragen können. Aber wenn es darum geht, ihre Verpflichtung mal nachzukommen, dann wissen sie da gar nichts von. Dann sagen sie, Deutschland, mach mal. Deswegen, ich persönlich, obwohl es ein super GAU war, ich blende mal kurz was ein. So, war ja super GAU, ne? So schlimm fand ich den gar nicht. Nur, er hätte das anders rüberbringen müssen, unser Scholzi. Der Olaf, ne? Also der hätte dann mal ganz klipp und klar sagen müssen. So, Italiener, so Spanier, Grieche, Portugiese, behalt deine Flüchtlinge. Von uns kriegst du ein bisschen Kohle zur Unterstützung, aber nur ein bisschen, falls es richtig beantragt. Was? Hä? Ragnarök, die kriegen gar keine Kohle mehr von uns. Guck mal, die Engländer, die haben es richtig gemacht. Und vielleicht, wenn dann doch mal die AfD drankommt, sind wir auch raus. Geil! Tschüss!